Willkommen, Freunde. Schlangen sind polarisierende Wesen. Sie versetzen die einen in Begeisterung, die anderen in Furcht und Schrecken. Die Letzteren sind dabei eindeutig in der Mehrzahl. Diese unterbewusste Angst vor Schlangen geht auf die Gefahr dieser Wesen für den Menschen zurück. In der heutigen Ausgabe zeigen wir euch den erstaunlichen Fall einer Königskobra, der sich am Stadtrand von Karwa in Indien ereignet hat. Eine Königskobra kroch in die Stadt, wodurch sie die örtliche Bevölkerung sehr erschreckte. Denn diese Schlangenart gehört zu der Familie der Giftnattern. Sie ist das größte giftige Reptil unseres Planeten. Ihr Gift hat überwiegend neurotoxische Wirkung. Das Gift blockiert die Muskelkontraktion, was zur Lähmung der Atemmuskulatur, zu Atemstillstand und schließlich zum Tod führt. Intensität und Menge des Gifts bis zu 7 Milliliter reichen aus, um den Tod eines Menschen bereits 15 Minuten nach dem ersten gründlichen Biss herbeizuführen. In solchen Fällen kann die Todeswahrscheinlichkeit über 75% liegen. Die Königskobra gilt als geduldig, aber sehr aggressiv. Deshalb wird sie sehr selten in Zoos gehalten. Die Schlangen nähern sich selten Ortschaften. Denn nicht nur die Schlangen stellen eine Gefahr für den Menschen dar, auch die Menschen sind nicht weniger gefährlich für diese Kriechtiere. Was also veranlasste die Kobra, sich der Stadt zu nähern? Zu jener Zeit herrschte in ganz Indien bereits über einen Monat lang eine große Dürre. Das heiße Wetter und fehlendes Wasser zwangen Waldtiere, Trinkquellen bei den Menschen zu suchen. So auch eine riesige Königskobra, die am Stadtrand entdeckt wurde. Obwohl diese Kobraart für ihre Gefährlichkeit bekannt ist, war das Mitleid bei der örtlichen Bevölkerung größer als die Angst. Die Menschen verstanden, dass nur äußerster Durst dieses Tier zwang, in das Dorf zu kommen. Deshalb verscheuchten sie die Schlange nicht, sondern starteten eine Rettungsaktion und riefen Zoologen. Es stellte sich heraus, dass die Schlange kurz vor dem Sterben war. Die Tierschützer retteten nicht nur die Einwohner, indem sie die Schlange aus der Stadt brachten, sondern halfen auch der Schlange selbst. Die Rettungskräfte tränkten die Schlange direkt aus einer Flasche, wie ein Kind oder einen Verletzten. Und diese Bilder erhielten Tausende von Likes, nachdem sie in das Netz gestellt wurden. Einer der Retter gab der Kobra zu trinken, während ein anderer sie für den Fall eines möglichen Angriffs am Schwanz festhielt. Aber die Schlange griff nicht an und zeigte keinerlei Aggression, sondern trank einfach Wasser aus der ihr hingehaltenen Flasche. Die Zoologen maßen die Länge der Schlange, 3,65 Meter. Anschließend brachten sie die Schlange in den Wald und ließen sie dort frei. Das war's für heute. Teilt das Video mit Freunden und bis zum nächsten Mal.